Moin Leute, was geht? Mein Name ist Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem Video, zu einem neuen Video von GTA 5 auf der PS4 von eurem YouTube Gamescom. Wo ist er denn? Da oben unter dem Black Devil, Platz Nummer 3 hier oben. Könnt ihr mich sehen? Und ja, ich bin erstmal ein bisschen schockiert. Ich habe GTA 5 lang nicht mehr gespielt, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht. Es macht einfach keinen Bock mehr. Immer das gleiche irgendwie. What the fuck? Immer das gleiche irgendwie. Und habe erstmal einen Schock bekommen, als ich die Ego-Perspektive gesehen habe. Früher dachte ich mir, geilo, es gibt nichts Besseres. Und ich habe ja einige Zeit lang Ding gespielt. Battlefield Hardline, die Beta-Version. Und Das hat mich wirklich umgehauen, die Beta-Version von Battlefield. Das würde ich nochmal hier andeuten. Das wird auf jeden Fall gekauft werden. Und da wird es einige Let's Plays geben. Es wird nur noch Battlefield-Gameplays geben. Boah, da freue ich mich schon mega. Da freue ich mich tierisch. Muss ich mal gucken. Ja, werde ich mir dann auf jeden Fall kaufen. Genau. Hier seht ihr live online erspieltes GTA 5 Gameplay. Und es geht mir in diesem Video jetzt erstens mal um einen YouTuber und um einen sogenannten Junauer. Ja, Junauer, das ist sowas wie ein Streamer, ne? So ähnlich wie Twitch, nur man kann mit dem Handy oder mit dem Laptop Livestreams machen. Auf jeden Fall, der Steve, der kommt aus Österreich und hat einen YouTube-Kanal. Und der YouTube-Kanal heißt STEE. Vogel VE. Steve. Steve mit 2 E. Und ich finde den Steve absolut sympathisch. Als ich zum ersten Mal so einen Stream von ihm gesehen habe, Real-Life-Stream, Hammer-Typ. Hammer-Typ. Richtig korrekt. Und er hat auch einen YouTube-Kanal mit dem krassen Intro. So Heavy Metal oder was das ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Steve ist ein YouTuber, wo für mich ganz klar das Prädikat hat, die Qualitätsstufe Eiswein, die höchste Qualitätsstufe beim Wein. Das so ist er auch als YouTuber. Das lohnt sich, bei dem reinzuschauen. Er hat keine Werbung auf YouTube, keinerlei Werbung. Das ist auf YouTube heutzutage nicht selbstverständlich. Wobei ich natürlich sagen muss, die Werbung allgemein lohnt sich natürlich nur für YouTuber, die mindestens 50.000 Abonnenten haben. Man kann natürlich ein paar Euros mit Werbung verdienen, das ist ganz klar. Aber ich meine, bei mir, mich zum Beispiel juckt's nicht. Ich habe einfach mal Werbung auf meine Videos geschaltet, um einfach mal zu sehen, wie viel die Leute denn da wirklich verdienen auf YouTube. Und das ist schon, ja, es geht eigentlich. Ich meine, die Werbung an sich ist für mich nur, um bei mir zum Beispiel ein neues Spiel zu kaufen. Oder mal, keine Ahnung, vielleicht mal irgendein neues Ding, was ich für die Videos produziere oder irgendwas benutze. Irgendwas halt, ne. Vielleicht geht mal mein Turtle Beach PX21 Headset kaputt. Da brauche ich vielleicht mal ein neues. Dann nehme ich einfach mein YouTube Money. So. Genau. Auf jeden Fall, der Steve ist ein richtig sympathischer Mann. Richtig sympathisch. Der ist mir so sympathisch, Alter. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich erst, er wäre ein, ja, deutscher Muslim. Ne? Hier, ich sehe noch das Bild mit der Kappe, ein bisschen längerer Bart. Dachte ich wirklich, du bist ein Muslim. Aber du bist ja kein Muslim, soweit ich das mitbekommen habe. Aber auf jeden Fall, Leute, Mann, ihr müsst vorbeischauen. Ich werde in die Kommentare den Kanal posten. So. Oh ja. Hi, cool, dass du dich auf meinen Kanal verirrt hast. Als erstes sind hier mal ein paar Infos. Also good to know. Ich bin, wie wahrscheinlich am Namen bemerkt, der Steve. Ich komme aus Österreich und verdiene mit YouTube kein Geld. Und das wird sich auch bis zu den 1000 Abos
auch nichts ändern. Ich will dich nicht mit unnötiger Werbung zuspammen und verjagen. Guter Spruch, Steve. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ich habe auch so mit ungefähr 800, 900 Abonnenten angefangen, Werbung zu schalten. Und ja. Finde ich auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, wenn man noch relativ klein ist. Aber Steve, ob jetzt Werbung bei den Videos ist, ist jetzt eigentlich egal. Weil Werbung ist inzwischen ja auf YouTube inzwischen ja ganz normal. Ich glaube, du verjagst da keinem damit. So, was wollte ich noch sagen? Ja, das ist eigentlich so ein Video, wo ich einfach über den Steve rede aus Österreich, den YouTuber, den Streamer von YouNow. Ist ein richtig cooler Streamer. YouNow, wenn ihr das noch nicht kennt, diesen Streamingdienst, dann werde ich ihn auch in die Kommentare verpacken und da könnt ihr mal vorbeischauen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen YouTuber zu sehen, und wenn du Interesse hast bei diesem YouTuber, dann schaut vorbei, weil, wie schon gesagt, der junge Zocker sagt ja nicht oft, dass ein YouTuber gut ist. Das passiert bei mir wirklich selten. Da muss ich 1000 Kanäle angucken und nur einer hat das Prädikat wie der Steve. Und der Steve ist so einer davon. Einer von diesen wenigen guten YouTubern unter den Namen wie Hombre von Papa Schlumpf bis zu, ich habe so viele gute YouTuber. Mama mia, es gibt so viele gute YouTuber. Und so viele schlechte YouTuber. Ja, wie der, ach, Strohhut Sanji und der Lauer und was weiß ich. So viele gute Leute. Aber der Steve, das ist einer davon und den müsst ihr euch anschauen. Also, guckt in die Kommentare und abonniert ihn, wenn ihr Lust habt. Ciao! Bis dann, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao!